So, also, wir sind kurz vor der Femtolaser-Operation mit Herrn Martin. Vielleicht können Sie sich kurz mal vorstellen, was machen Sie beruflich? Sorry, ich bin der Martin und ich bin beruflich selbstständig tätig in der Elektroinstallationsbranche und habe mich jetzt da entschieden, meine Augen lasern zu lassen, dass es ein bisschen einfacher wird nachher im Leben. Super. Gleich geht's los. Wir haben einen kleinen Sehfehler, ungefähr 1,5 Dioptrien, aber 1,5 Dioptrien für einen jungen Menschen ist auch natürlich störend. Ja? Für manche mehr, für manche weniger. Wir legen gleich los, wir ziehen den Patienten um und gleich geht's weiter los. Bis später. Wird es dunkel und jetzt sehen wir im Moment nichts mehr. 3, 2, 1. Das ist es. So ein bisschen mit dem Ruckeln. Das ist das Fenster vom Schatz. Noch 2, 1. Und das ist es. Rechts ist fertig, alles perfekt gelaufen. Sind wir noch mal öffnen? Ja, ist normal. Super. Jetzt zuletzt, das hat glaube ich keine 10 Minuten gedauert. Ja. So, jetzt können Sie mal langsam aufstehen, einfach den Kopf aufpassen. Perfekt. Super hinsetzen, nicht dass es schwindelig wird. Machen Sie mal die Augen auf. Es ist milchig verschwommen, ist normal. Schauen Sie mal auf die Uhr. Das sollte schon viel besser zu erkennen sein. Ja, geht schon. Wie spät haben wir es? Herr Vorschlag, wie sagst du jetzt? So, doch, kommst wieder mit. Jetzt prüfen wir noch. So, Herr Martin, wie sind Ihre Eindrücke? Was sind die Eindrücke von der OP? Sie kommen direkt aus dem Augenlaser-OP raus. Das hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Wie haben Sie die OP empfunden? Wie fühlen Sie sich jetzt? Und ich werde Ihnen gleich erklären, wie Sie sich weiter verhalten sollen. Ich fühle immer noch sehr nervös, aber es ist extrem schnell gegangen. Super beraten worden. Gemerkt, praktisch nichts gespürt, ganz kleine Druckempfinden auf der Haut und eben das leichte verbrannte Geschmäcken, wo je fast jeder weiss und jeder erzählt, aber mega angenehm. Man hat einen da innen sehr beruhigt und sehr abgeholt, also tipptopp Verlauf und super. Ich freue mich. Die Sicht ist jetzt milchig und verschwommen, das ist alles normal. Sie gehen nach Hause, legen sich hin, geben die Tröpfchen rein, dann werden die Augen anfangen zu brennen, ungefähr 3 bis 5 Stunden lang. Und danach werden Sie anfangen zu sehen. Die nächste Kontrolle findet bereits morgen in der Früh statt. Genau. Alles Gute und ich hoffe, Sie werden perfekt sehen. Danke vielmals, merci. Gerne. Guten Tag, Herr Martin. Sie wurden gestern gelasert. Wie geht es Ihnen heute? Guten Morgen, alle zusammen. Genau. Gestern gelasert worden, heute schon wieder da für die Nahkontrolle. Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich auch gut. Die Schmerzen respektive auch das Brennen in den Augen ist weg. Gestern Abend ist ein bisschen schwieriger gsi, weisch halt, bist froh gsi, bist daheim gsi, hast noch können herlegen und die Augen zugehalten, du hast sie wirklich nicht mehr wollen aufmachen. Aber nach 3-4 Stunden ist das schon wieder vorbei gsi. Jetzt haben wir noch eine ganz leichte Trübe, aber ich bin total super mega happy. Ich sehe wieder super scharf und das ohne Sehhilfe, habe keine Linse jetzt drin, ich trage keine Brille mehr. Ausser jetzt noch die Sonnenbrille am Tag zum Augenschützen. Ich bin einfach nur happy. Ja, kann ich mir mehr sagen. Danke vielmals.